Gut, ein Eichenkäfer festgeklebt. Das würde bedeuten, dass wer auch immer unser Saboteur ist, zumindest glaubt, Ahnung davon zu haben, wie die Arche funktioniert. Ja, weiß ich nicht. Wir haben sie dann zertreten. Sind sowieso viel zu viele hier. Das ist auch wahr. Ahmad, könnt ihr da vielleicht etwas dran machen? An den Käfern. Ja, an den Käfern. Ja, an den Käfern, dass ihr den Steuerfrauen nochmal eintrichtert, dass die sich nur aufs Oberdeck begeben sollen, wenn es wirklich nötig ist. Ja, ich werde erstmal in Erfahrung bringen, was diese Käfer überhaupt für einen Nutzen für die Arche haben. Das Das scheint wollte auch mein noch nicht Gäste kurz ganz. abfragen. Sie versorgen die Arche mit allem, was sie zum Überleben brauchen. Dann wäre es vielleicht, wenn wir die Arche noch weiter benutzen wollen, schlecht, diese einzusperren. Nun gut, setzt euch vielleicht mit Doschek auseinander, der weiß auch noch mal mehr über die Käfer. Vielleicht, was es für einen Nutzen hat, sie festzukleben. Oder, ich weiß So nicht, wie ich einen das Nutzen. verstehe, wahrscheinlich Behinderung der Arche. Immer nur sechs Käfer? Ich meine, das Unterdeck ist voll davon, das kann doch kaum eine Auswirkung haben. Was nicht? Wir haben hier Millionen von Käfern. In jedem Deck. Vielleicht ist es, um ein Zeichen zu setzen. Wir sollten die Steuerfrauen fragen, ob sie etwas wissen, wer es war. Ebenso sollten die Herren Geweihten sich darum bemühen, den Rest der Mannschaft auf Seelenreinheit zu prüfen. Und wir brauchen Wachen. Und wir müssen die Wachen verstärken. Was ist das nächste Ziel? Angepeilt ist Perikum oder Helmenport, falls wir uns um Sachen bekümmern müssen. Ich hatte gehofft, die Seeblockade vor Oron einmal etwas rauer anzugehen. Ja, und weiter? Ohren kaputt machen. Oder das nach Perikum. Ich muss, wie ihr müsst, mit dem Reichsgroßadmiral reden, um Helmenport halten zu können. Ihr wollt aber nicht nach Elbum rein, oder? Ich will nicht nach Elba rumrennen, nein. Perikum, Großadmiral. Wie heißt der? Raul, oder? Rudon. Rudern. Rudon von Dambonia. Wir werden allerdings an den Oronischen Gewässern vorbei müssen. Wie gesagt, wir kämpfen uns an der Blockade vorbei. Wir gehen heran. Wenn Sie glauben, dass wir anlegen, erschießen wir in die Segel und sprinten durch. Wir müssen auf die Kette Acht geben. Ahmad. Ja. Versuche vielleicht zusammen mit Kohlrab und Doschek herauszufinden, ob wir die empfindlichen Stellen der Arche ein wenig, ich weiß nicht, mit mehr Holz versehen können oder so. Der Da Beschuss von lässt sich Helmporter. bestimmt was machen. Der Beschuss von Helmporter aus hat uns ja schon ziemlich durchgerüttelt. Denke, da lässt sich was machen. Was ist eigentlich mit dieser Elysia? Diese Hexe, eine von den dreien. Mit der werde ich persönlich ein Gespräch führen müssen. Okay. Und wir haben unten bei den Gefangenen haben wir immer noch eine Alchemistin oder sowas. Eine Schwarzmischerin, wie sie wohl genannt wird von den anderen Gefangenen. Die haben wir auf Maraskan aufgelesen. Auch die wird verhört werden müssen, Euer Gnaden. Wie ist der Preisgeweihte? Der hat noch keinen Namen. Überlegt ja. Euer Gnaden Preyordan. Oh. Nein, euer Gnaden Fürchtepreios. Er heißt jetzt Fürchtepreios und ist aus Greifenfurt, genau. Fürchtepreios. Fürchtepreios. Ja, das ist ernsthaft ein Name, der so in den Namensvorschlägen in den Regionalspielhilfen steht. Er kommt aus Greifenfurt? Er kommt aus Greifenfurt. Bitte Okay. nicht. Ja, er lehnt sich mal so ein ganz bisschen auf seinem Stock nach vorne. Ja. Ich bin mir sicher, dass ihr bei solchen Befragungen zur Hand gehen könnt. Eltern eigentlich auch hier drinne?
Eldan wird mitgenommen. Er ist Bordmagier und damit Offizier. Wird ja. Sehr unauffällig in Richtung Eldan genickt, der eventuell auch etwas bei Alchemisten herausfinden könnte. Kommen so Magier an sich, dass sie Alchemie beschäftigen. Könnte mein Möglichstes tun. Eldan, euch hätte ich auch gerne dabei, wenn wir mit der Hexe reden. Jawohl. Gut, Kiaras, ihr könnt schon mal Kohlrab ansondieren, was die Bezahlung angeht. Ja, und ich wäre auch gerne dabei, wenn unser Herr Geweihter mit der Schwarzmischerin redet. Ich rede nicht mit der Schwarzmischerin. So. Nicht du. Ja, klar. wir haben ja noch einen anderen Geweihten. Verzeihung. Herr und Blutschluck. Und Blutschluck tut, was Blutschluck tut. Ist Blutschluck mit dabei? Nein. Ja? Wenn er von alleine mitkommt, ja, ansonsten wird er nicht eingeladen. Nee, er hat ja keine Lust zu. Das ist ihm zu langweilig. Er predigt lieber unter Deck schon mal Blut und Gold. Blut und Gewalt. Blut und Gold? Blut und Gewalt. Wen haben wir uns da nur an Bord gelächelt? Was heißt wir? Du. Oh, das werdet ihr mir so vorhalten in 3 Wochen. Ach, wie gesagt, wir binden ihn auf eine Rotze und schießen ihn auf die Feinde. Ja, Blutschluck gerade zu dem Zeitpunkt unten in der Klaschembe bei den einfachen Männern, bei allen seinen 25 neuen Söldnern. Und ihr wisst ja, wer der Wächter des göttlichen Wortes ist. Kor und Pharmalor. Heil Kor. Da weißt du Bescheid. Er würfelt mal eine Überzeugenprobe, um zu schauen, wie gut die... Ja, die sind ganz angetan davon. Also ich meine, technisch gesehen sollte er nicht keine Angst vorm Tod haben, was positiv ist. Die 13 geht übrigens auf Klugheit, ne? Also ich weiß nicht, ob die so angetan sind. Er hat vermutlich trotzdem irgendwie Überzeugung auf 15 oder so. Seine Klugheit ist 11, das ist schon ganz schön hoch. also Körperkraft 18, Mut 15, Klugheit 11. Schon ziemlich gut. Seine Fingerfertigkeit ist nur 10. Überzeugen geht nicht auf Körperkraft, überzeugen geht auf Charisma. Er leitet auf Körperkraft ab. Dann würde ich das auch können. Wenn er das macht, mache ich das auch. Aber da er als Korkgeweihter auch ein Charisma von mindestens 10 haben muss, wenn ich mich recht erinnere, wird die Probe schon ganz gut sein. Was? Überzeugen? Ich guck mal gerade, was die Box hier sagt. Klugheit, Intuition, Charisma. Nee, ich guck gerade. Achso, hier steht noch Bekehren. Bekehren 9 steht hier drin. Das sind noch die DSA 4 kein Talent mehr. DSA 4-0. Jetzt ist ein 4-1 kein Talent mehr, das sind Überzeugen reingerollt worden. Welche Spezialisierung ist das? Ich glaube, das ist ja. DSA 4-0, das ist keine 3. Ich glaube, das ist eins der ersten 4-0-Werke, meine ich. Ja, dann haben sie es halt in 4-0 verbockt und noch die 3er verletzt. Es kann sein, dass das noch nicht ganz fertig war, aber okay, ist egal. Genau, ich glaube, warte. Weiter geht's. Er steht immer noch oben. Ja, dann schaut so ziemlich bedrückt zu Hasswolf, den er gerade verweisen wollte, und der reibt sich sein schmerzhaftes Bein. Ja, ich schaue euch dann erstmal alle anderen aus dem Raum. So, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Hasswolf, wenn ihr bitte hier bleibt. Hi, Abenteuer. Ja, Tür zu, ihn erstmal angucken. Entschuldigt, habe ich mich schon bei euch. Aber. Du kannst mich mal. Ja, ihr als Torwaller wollt euch sicher schlagen, nicht wahr? Interessiert mich ein Scheiß. Glaubst du, ich will jetzt einen wehrlosen Kapitän verdreschen? Wehrlos? Kann ich auch in Festung bleiben? Wenn ihr nicht kämpfen wollt, dann eben nicht. Bin ich jetzt entlassen? Geht. Das war ja richtig sinnvoll, dass ich hier bleiben sollte. Ja, steht auf und hinkt aus dem Raum raus. Es klunkt begleitend. Einmal, ein einziges Mal möchte ich auf dieses verdammte Schiff zurückkommen und alles ist in Ordnung. Oh ja, ist ja niemand hier. Und dann geht's los.
Bestimmt ein gutes Zeichen. Haben wir das gerade gehört? Das war im ganzen Schiff zu hören. Das ist... Ich würde ein wenig mal beunruhigend. Aktiviere mal Eiserner Wille 2. Es ist jetzt, glaube ich, ein guter Moment dafür. Das war im gesamten Schiff zu hören. Muss ich auch mal sprinte auf den Steuerturm. Da ist Ahmad schon. Das ist gut. Fühlt sich erstmal ein bisschen sicherer. Ja, irgendwo Hilal kniet in der Ecke und spielt mit ein paar Archenkäfern. Hat er das nicht gehört? Natürlich, aber was soll er machen? Hat er Mut 18? Er hat jetzt die Archenkäfer losgelassen und. Dass der einfach richtig schön chillt bleibt und erstmal mit Archenkäfern spielt, kriegt er einen Thumbs up von mir. Daumen hoch, hier, Hilal. Sieht man nicht oft, dass du so cool bleibst. Normalerweise pisst du dich immer ein. Ja, die Frauen, die Steuerfrauen, haben das auch gehört und du kannst sehen, wie sie unruhig sind. Vielleicht so ein bisschen Menschenkenntnis. Menschenkenntnis erschwert um 7. Oh! 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 Kann ich ableiten? Auf 1,5 Henner? Nein. Nein. Easy. Um 7 hast du das eingetragen? Um 7, ja, sorry, doch nicht. Doch nicht easy. Hm, okay. Ja, ja, sie sehen sehr verunsichert aus. Jalan, Menschenkenntnis, wenn du hochkommst? Ja, machen wir erstmal. Gucken wir, was bei rumkommt. Das sieht leider... Das nach einem Panzer aus. Ich halte ihr direkt das Schwert unter die Nase, den Nachtwind unter die Nase. Was habt ihr getan? Was sollen wir schon getan haben? Wer oder was war dieses Lachen? Ich steche das Ding in die Säule. Ja, sie fängt an, Holz zu bluten. Wie auch immer das geht. Was willst du schon von uns hören? Wir haben nichts getan. Warum hat das Schiff gelacht? Glaubst du, das Schiff kann lachen? Ich lache dich aus. Warum? Weil du ein einfältiger Götterknecht bist. Aber zu Ahmad darf ich das nicht mehr sagen. Ja, er steht daneben und sagt, beantworte meine Frage, wer oder was war das? Jetzt könnt ihr mittlerweile die Angst deutlich in ihren Augen erkennen. Xyleste hat panische Angst. Ich weiß es nicht. Aber das heißt, du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir haben Besuch. Die Steuerfrau nicht weiß, wer lacht. Wer lacht dann da? Es geht wieder runter, panisch. Ahmad fühlt sich hier oben eigentlich schon ganz sicher. Hast nur noch die Treppe zu verteidigen. Jo, genau. Ahmad zieht dann auch sein, sein Randra-Kamm und stellt sich hier oben an die Treppe. Ich brülle auf dem Hauptdeck erstmal, Gefechtsbereitschaft! Los, alle Mann in die Buchsen, kommt herbei! Überredenprobe. Die haben Angst. Nicht überzeugen? Überzeugen ist auch okay. Also die Leute sind jetzt gerade von Aberglaube, von Panik auch erfüllt. Weil ja gut, also Seemänner und auch Soldaten, Söldner sind alle abergläubisch und die haben alle richtig krass Angst. Was ist das denn heute bei mir? Ja, die haben alle jetzt Schwerter ergriffen, um sich selbst zu verteidigen, aber gefechtsbereit sieht anders aus. Himmels Willen, Karinor! Blutschluck! Kommt ihr wenigstens herbei! Kommt Blutschluck nach oben, hat sich gerade schon in die Hand geschnitten, sie ist fast durchtrennt. Die zuckt auch noch in der einen Hand und er hat gerade die Kontrolle über seine Finger verloren, so heftig hat er sich reingeschnitten. Blut. Ja, Kiaras und Eldern stehen sehr verwirrt oben auf der Arche. Ja, ich war ja bei dem Pryos-Geweihten, mit dem wollte ich eigentlich was machen. Aber als ich das Lachen gehört habe, bin ich dann auch in Richtung Steuerturm gegangen. Fürchte Pryos. Fürchte Pryos. Boah, ich werde auch nochmal angeherrscht. Dass ihr wohl die Waffen herbeinehmt. Wir gehen unter Deck. Also ich würde, während die da schon hochlaufen, mein Odem Arcanum einfach auf Sichtbereich wirken, ob ich irgendwas erkenne. Lass mir auch wohl Zeit dabei. Und ich möchte gucken, ob
Ich meine, hier ist jede Menge magisches Zeug, das ist mir schon klar, aber sehe ich irgendjemand magisches, was nicht so aussieht? Oh, Arche. Ja, Odem Arcanum auf Sichtbereich. Ja, wegen meiner Zeitlassen müsste es dann um 2 erleichtert sein. Ich würde gern Befehle brüllen zu ziemlich jedem Söldner, den ich finden kann. Falscher Zauber. Ja, das sind 7. Zeigt ein grobes Bild des Gewebes. Ist halt die Frage, ob ich überhaupt irgendwas sehe. Ein grobes Bild? Das heißt, ich gebe dir nochmal eine Sinnschärfeprobe. Auch nochmal erschwert um 7. Das ist eine ganz schöne Zahl. Okay. Wenn ich jetzt um 13 erschwere, dann würde ich dir, glaube ich, noch mehr Angst haben. Deswegen mache ich nur 7. Ja, nein. Du kannst ein bisschen Flackern vor deinen Augen erkennen. Magisches Flackern. Bist dir aber nicht ganz sicher, wo das herkommt. Und dann endet der Odem. Ja. Sieh verwirrt aus. Bleib erstmal beim Prios gewalten. Kieras. Ja, ich würde gerne natürlich zu Yalan und so ziemlich zu jedem unsicher dastehenden Söldner, den ich sehen kann, Befehle brüllen. Dass sie gefälligst auf ihre Posten gehen sollen, sich gefechtsbereit machen sollen. Überzeugen. Was? Ich will nicht gut Freunde mit denen machen, ich will sie befehligen. Kriegskunst. Auf Kriegskunst hätte ich auch würfeln können. Das interessiert mich nicht. Du wolltest mir Überzeugen anbieten und er bietet mir jetzt Kriegskunst an und jetzt Zuckerbrot und Peitsche. Wir sind auf einem Schiff. Zählt Seekampf? Seekampf zählt. Das reicht. Na, also nochmal eine Erschwernis fürs Ableiten von Überreden bzw. Überzeugen. Auf Kriegskunst die Ableitung, aber das reicht dann trotzdem. Und dann bewegen sich irgendwann die Männer doch unter der Peitsche eines anderen Fahners. Bewegt eure müden Ärsche! Auf eure Posten! Ja, habt ihr gehört, Männer? Tut, was euch der Fähnrich gesagt hat, brüllt er auf Obers. Ja, und es gibt Bewegung auf dem Schiff. Oh, ich nick ihm mal erkennt zu. Gut, wir gehen unter Deck und kämmen es einmal durch. Mit dem Lachen würde ich einfach mal reflexartig mit der Axt. Ich brülle einfach nochmal die versammelte Mannschaft. Wer mir den Typen findet, der hier lacht, kriegt einen Tagessold. Ja, ich hau mit dem Roderkamm einfach vor mich. In der Hoffnung, irgendwas zu treffen. Okay. Ja, Ahmad macht Schattenboxen bzw. Schattenschlagen und zerhiebt ein bisschen die Luft, sodass sein Schwert auch in der Luft sirrt. Sonst passiert nichts. Einige Männer laufen durch das Deck, vor allem auch die Söldner von Blutschluck, die sind nicht so sehr von Angst gepeinigt und Blutschluck ist auch der Erste, der runterläuft und die Männer verteilen sich. Können wir eine Richtung feststellen, aus der das Lachen kommt oder kommt von überall? Das Problem ist, es kommt von überall. Also es ist auf dem gesamten Schiff zu hören und das ist eigentlich das viel Unheimlichere. Kohlrab eigentlich mit mir hier oben? Kohlrab ist, wenn du möchtest, ist die... Nee, sie wurde von Ephadarius des Decks verwiesen und dann geht sie zu ihren Schülerinnen. Er hat auf einen fucking Paktierer? Ephadarius ist tot. Ja, aber sie wurde trotzdem von Ephadaios als ehemaliger Kapitän verwiesen und sie hat jetzt von euch Yamash Aquam zum Studium bekommen und dementsprechend ist sie jetzt unten. Ja, alle kriegt aufs Maul. Du bezahlst sie noch nicht und dementsprechend können sie erstmal machen, was sie will. Bezahle ich sie nicht. Und der Kapitän. Aber ja, ich stehe weiter hier oben und hau in die Luft. Ja, Unterdeck durchkämmen. Kann ich mit Magiekunde irgendwie rausfinden, was für ein Zauber das sein könnte, mit dem er dieses Lachen projiziert? Das ist eine gute Idee. Magiekunde kannst du mal würfeln. Ich erschwere sie dir um diesmal 13 Punkte. Ach du Scheiße. Mal zählt denn... Nee, magische Analyse. Zählt magische Analyse? Magische Analyse als Spezialisierung würde ich zulassen. Okay, cool. Ach, leck mich.
Ja, ich habe keine Ahnung.